So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge Green Hell, immer noch im Dschungel. Wie wir hergekommen sind, seht ihr gerne in der letzten Folge, sonst nochmal. Es ist dunkel, ich weiß nicht, wo wir sind relativ gut dran. Aber wir finden gerade den Weg nach Hause nicht. Okay, für die Knochen habe ich keinen Platz mehr. Hier muss ich wieder suchen. Hier sind blaue Pilze. Ich suche nach einer Paranuss. Okay, in die Richtung gehe ich nicht weiter. Da ist ein Ameisennest. Wir hatten gerade das Ausschlag. Ich habe halt eine Karte offen, aber ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Ein Fluss oder... Oh, ein Fluss. Hier haben wir einen Fluss da unten. Ist eine Kokosnuss im Wasser? Was raschelt hier? Oh, wenn du es nicht siehst, was so raschelt, ist das einfach ekelhaft, du. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir müssen hier irgendwo über den Fluss. Oder? Sagen unsere Kohlenhydratewerte sind voll. Brauche ich die Banane nämlich nicht essen. Können wir uns die Zeit sparen? Sammeln können wir sie auch nicht, da wir einfach schwerstens überladen sind. Reifenspuren aus einem Fluss hinaus. Reifenspuren aus dem Fluss hinaus. Ich habe echt keine Ahnung. So, wir folgen jetzt mal den Reifenspuren kurz. Die müssten uns ja eigentlich irgendwo hinbringen. Es ist halt so creepy, wenn du hier so nachts im Dschungel rumläufst. Du siehst nicht wirklich was. Überall diese komischen Geräusche. Diese ganzen Blutegel, die sich ständig irgendwie an deinem Körper festsaugen. Also an den Füßen kann ich es, oder an den Beinen kann ich sogar noch einen Teil verstehen, aber ganz oft hast du sie halt einfach an den Armen, wo ich mir so denke, Alter, ich habe meine Arme an dem Speer oben. Okay, hier geht der Weg weiter. Wir folgen jetzt einfach, wie gesagt, dem Weg. Ich hoffe, dass ich damit eine Orientierung bekomme, wo wir sind, weil... Ich habe gerade die Brücke gesehen. Ach du Kacke, wir sind extrem falsch. Ich sehe gerade auf der Karte, wo die Brücke ist. Das wird noch eine lange Tour. Wenn ihr euch fragt, welche Brücke, letzte Folge. Da war es zu sehen. Und ja, das ist natürlich extrem schlecht. Dann muss ich ja jetzt... mich komplett anders orientieren. Ach so, siehst du, was ich jetzt neu haben sollte? Tagebuch? Genau, ich sollte jetzt nämlich neu kriegen, wenn man Eisen... Da,
Die Lehmschmiede. Darin können wir dann jetzt Eisen schmelzen. Okay, irgendwo hört die Spur einfach auf. Im Matsch. Okay, jetzt habe ich natürlich noch weniger Ahnung, wo ich bin. Auf der, dem Teil der Karte, glaube ich, waren wir noch nie wirklich. Da geht der Weg weiter. Das einzig Gute ist, auch wenn diese Tiere olle Geräusche machen, da wo diese Tiere sind, sind glaube ich keine bösen Katzen. Hier ist der Weg. Wir bleiben immer auf dem Weg, weil eigentlich führen die immer irgendwo hin, sei es zu einem eingeborenen Dorf. Hier sind gerade Nüsse runtergefallen, die können wir gleich mal essen. Oder zu einem umgekippten Auto. Waren wir hier schon? Ich bin halt so verdammt müde, ne? Schildkrötenpanzer wegschmeißen. Der kommt da rein. Weg mit dem Krebs. Spinne. Ich glaube, uns bleibt nicht viel anderes übrig, als uns hier mal eine Runde hinzulegen. Da vorne ist, glaube ich, ein Camp. Vielleicht haben die auch ein ordentliches Bett und ich muss nicht im Dreck schlafen. Und dann muss ich jetzt mal gleich suchen, wo wir sind. Und wie wir dann wieder nach Hause kommen. Okay, im Bett ist es auch nicht. Aber meine Ausdauer ist auch schon etwas leerer. Ich pack mich jetzt einfach hin. So, dann ist es nämlich auch wieder hell. Ich glaube, ich habe mir einen ganz guten Ort ausgesucht. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken hier. Lockbridge, nein, Crash Jeep. Wo ist denn das auf der Karte? Dieses Zeichen? Da. Da. Wir müssen jetzt... Ich muss mal zum Jeep zurück. Meine Güte, das wird ein Wandertag hier. Gut, aber wir haben wieder Energie. Soweit geht's uns ganz gut. Wir müssten mal ein Feuer machen. Was trinken wäre halt echt gut. Da ist der Jeep. Da sind Felswände zu sehen. Da nicht, ne? Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Wir müssen jetzt mal dem Weg so ein bisschen wieder folgen, einfach noch. Dann macht er eine Rechtskurve.
Gott, ich glaube, wir laufen weiter falsch. Ich glaube, das ist hier immer noch nicht richtig. Was sind das hier? Warum stecken hier lauter Stecker? Oh, Menno! Ich bin hier nur am Beine angucken. Jede Folge seht ihr meine Beine. Das ist doch nervtötend. Da, so, weg. Getränke. Essen? Essen. So, das gab nämlich wieder ein bisschen Trinken. Es ist auf jeden Fall falsch. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier kommt auch gleich irgendwie ein Camp oder sowas. Von denen. Ich würde sagen, das gehen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Wenn wir jetzt hier eh schon sind. Einfach immer dem Weg folgen. Bis er sich aufspaltet. Dann links. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Schlingfalle? Ah, oh Gott, hier. Ah, wie cool. Genau, und hier müsste ein Camp sein. Aha. Ich weiß gar nicht, ob man da auch irgendwie anders runterkommt. Ich meine, springen ist auf jeden Fall Selbstmord. Oh Gott, langsam, André. Bloß nicht fallen. Okay. Gab es jetzt noch eine Eisenader, die man zufällig gleich mitnehmen kann? Ja. Nee, die ist leer. Da, die ist voll. Ist das jetzt eine gute Idee? Ja, das habe ich mir gedacht. Überladen. Ohne Ende. So, geht wieder her. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt laufen wir den Weg zurück. Oh Gott, wir sind komplett falsch. Gut, aber wir haben wieder mal was Neues gesehen. Ich glaube, hier waren wir in der ersten Folge auch. Aber das ist hier ein Stück der Karte, was ich erst später erkunden möchte. Jetzt komme ich von hier und muss mich links halten. Genau, der geht dann zwischen zwei Felsen hindurch, der Weg. Also bis zu dem alten Heimathafen wäre es gar nicht mehr so weit. So, zwischen den beiden und dann einfach erstmal geradeaus, bis wir zu einem Felsen kommen. Vielleicht finden wir jetzt unterwegs noch... Oh, ich dachte gerade, jetzt gibt es hier auch noch bewegende Schlangen, aber das war bloß ein Dings. So ein kleiner Ast. Mal zur Not ist, wenn es jetzt regnet, müssen wir dann einfach mal... Fängt jetzt gerade an, ne? Ja. Wenn wir so viel... Warum habe ich denn jetzt Kohle rausgeschmissen? Wenn wir jetzt so viel Durst haben, machen wir doch einfach mal schnell so. Hast du auch Durst?
So, wir müssen jetzt an Felsen, an den Felsen rechts vorbei, dann kommen wir zum Wasser. Oh Gott, das wird ein richtiger Quetschweg. Aber warten wir noch ganz kurz. Wieso will ich mich jetzt hinlegen und schlafen in der Zeit? Gut. Her damit. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal gleich Wasser. Irgendwie bin ich, glaube ich, schon wieder falsch. Ich laufe jetzt einfach so, wie ich denke. Wir haben ja garantiert auch Fisch zu Hause, also. So, in die Richtung weiter geht's. Wir müssen jetzt hier mal irgendwo ankommen. Wir sind jetzt nämlich, wenn ihr euch die Karte so vorstellt, sag ich mal, sind wir jetzt gerade ganz so oben rechts gewesen, also fast ganz oben rechts gewesen. Wir sind aber ganz unten in der Mitte. Also wir waren jetzt echt ein ganzes Ende weit weg. Wir halten uns immer an diesen Stein, dem laufen wir rum. Bis da irgendwann mal ein Fluss diesem Stein rauskommt. Und ich bin falsch, weil die habe ich nicht auf der Karte. Bitte entschuldigt, dass ich euch gestört habe. Singt ruhig weiter. Oh Gott. Hier waren wir auch schon mal. Ich will einfach bloß wieder irgendwo hin, wo ich mich auskenne. Oh, das ist aber auch ein ganz cooler Platz zum Bauen. Bist hier doch relativ safe, glaube ich. Ich meine, gut, du hast das Eingeborenendorf hier echt in der Nähe, ne? Aber der Zugang so zu dir ist eigentlich relativ gut. Bloß durch dieses kleine, schmale Stückchen hier. Gut, so ganz klein und schmal ist es nicht, aber... Da unten. Fluss. Ich glaube nämlich, wir sind fast wieder da, wo wir gestartet sind. Tja. Das Gebiet hier kenne ich. Herzlich willkommen zurück beim Startpunkt der Reise. Da vorne ist unser Fischerhaus. Meine Güte. Ja, Leute, was soll ich sagen? Der Weg nach Hause hat gut geklappt. Wir haben viel gesehen. Aber sind nicht dort angekommen, wo wir hin wollten. Also, was ich gut finde, wir wurden von keinem Boomer angefallen.
Oh, bitte lass mich das jetzt nicht gejinxt haben. Geh weg. Ja, wir haben es soweit geschafft zu überleben. Uns geht's auch. Ich würde jetzt nicht sagen schlecht, ne? Ein bisschen Fleisch und schon sind wir wieder auf der Bühne. Und dann können wir in der nächsten Folge nochmal versuchen, nach Hause zu gelangen. Hey, wie habe ich das hier vermisst? Ja, voll sind wir halt immer noch, aber... Quatsch. Tagebuch. Ich mache jetzt ein Feuer. Das mache ich offscreen alles. Ich esse ein bisschen was. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir noch einmal versuchen, wieder nach Hause zu kommen. Denn zu Hause ist doch am schönsten. Würde ich sagen, ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.